Gewohnheiten bestimmen unser ganzes Leben. Etwa die Hälfte aller Entscheidungen, die du täglich triffst, sind unbewusst und greifen auf Gewohnheiten zurück. Das bedeutet, du nimmst sie gar nicht aktiv wahr. Sie passieren praktisch einfach. Das ist für unseren Alltag eine enorme Erleichterung. Müssten wir alle unsere Entscheidungen des Tages bewusst treffen, wäre unser Gehirn maßlos überfordert. Denn Multitasking funktioniert nicht. Unser Gehirn kann sich immer nur auf eine einzige Sache konzentrieren. Ich möchte dir auch ein Beispiel dafür geben, damit du besser verstehen kannst, was ich damit meine. Nehmen wir an, du telefonierst mit einer Freundin oder einem Freund, die oder der dir etwas ganz Wichtiges erzählt. Diese Informationen sind absolut entscheidend für dich. Es könnte sich dabei um eine Wegbeschreibung zu einem Treffpunkt handeln. Du musst dich also konzentrieren und zuhören, um die Informationen aufzunehmen. Gleichzeitig liest du einen Fachartikel in einer Zeitschrift, über den du anschließend eine Zusammenfassung schreiben sollst. Es wird dir unmöglich sein, dich auf die Inhalte des Telefongesprächs zu konzentrieren und gleichzeitig alle Details aus dem Artikel aufzunehmen. Dein Gehirn kann sich nur auf eine der beiden Tätigkeiten konzentrieren. Oder ein noch praxisorientierteres Beispiel. Wenn du in einer fremden Stadt mit dem Auto unterwegs bist und dich nun voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren musst, wirst du garantiert nicht lauthals deine Lieblingssongs im Radio mitsingen, sondern wahrscheinlich das Radio eher leiser stellen, damit du dich besser auf den Verkehr konzentrieren kannst. Multitasking funktioniert also erst dann, wenn mindestens eine der beiden Tätigkeiten bereits zur Gewohnheit geworden ist, also automatisch abläuft. Deshalb ist es dir zum Beispiel möglich, dass du deine Lieblingssongs im Auto auf dem Heimweg von der Arbeit sehr wohl lauthals mitsingen kannst. Weil du den Weg nach Hause kennst, dein Gehirn befindet sich in einer Routine und du kannst die Konzentration stärker auf die Musik richten. Das Nachhausekommen ist also bereits deine Gewohnheit. Über solche Gewohnheiten spart unser Gehirn Energie und zwar bis zu 40%, das ist eine ganze Menge. Und da unser Gehirn eigentlich relativ faul ist oder sich nur auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren möchte, ist ihm jede einzelne neue Gewohnheit in unserem Alltag absolut willkommen. Das Ziel einer Ernährungsumstellung muss also lauten, du musst es schaffen, vollkommen unbewusst die richtige Entscheidung zu treffen. Und zwar für die richtigen Lebensmittel zum Beispiel. Dann fällt es dir plötzlich auch gar nicht mehr schwer, gesunde Nahrungsmittel zu dir zu nehmen und auf die vermeintlich schlechten Lebensmittel ganz einfach zu verzichten. Doch wie bekommst du das genau hin? Dazu müssen wir uns in der nächsten Lektion zunächst einmal anschauen, wie Gewohnheiten eigentlich aufgebaut sind.